Schon geht's los. Da wird gar nicht lange gefackelt. Beethoven kommt sofort zur Sache, bringt gleich zu Beginn der Exposition das erste Thema. Keine taktischen Spielereien, von wegen kontrollierter Offensive mit langsamer Einleitung. Nein, da wird mit offenem Visier gespielt und so genial einfach. Drei Achtel und eine halbe. Da, 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 da. Mehr braucht man gar nicht für ein gescheites Motiv. Einfache Mittel, die führen oft zum Erfolg, was man schon jetzt in den ersten Sekunden merkt. Bei dieser Musik, da brennt die Luft. Aufgeheizte Atmosphäre überträgt sich auf den Dirigenten. Wild gestikulierend treibt der Michael Gielem die Musiker an. Die spielen, als wenn es um ihr Leben ging. Der Hornist nimmt das Heft in die Hand. Eine wunderschöne Überleitung zum zweiten Thema, lyrisches Viertelmotiv. Es wandert über mehrere Stationen, von Geigen, über Klarinette und Flöte, wieder zurück. Eindeutig abzusehen, dieses lyrische zweite Thema wird es schwer haben, sich gegen das druckvolle erste Thema durchzusetzen. Und wir befinden uns schon in der Schlussphase der ersten Hälfte der Exposition. Erste Hälfte deshalb, weil im Regelbuch der Sonatenhauptsatzform es ja schwarz auf weiß steht. Komplette Exposition wird wiederholt, erspart den Komponisten Arbeit und bringt mehr Tantiemen. Schon wieder das erste Thema, C-Moll das Ganze, so wie sich das für ein erstes Thema gehört. Grundtonart der Symphonie, klare Sache. Auch der Beethoven muss sich dran halten, obwohl es dem nicht immer leicht fällt, dem alten Grandler. Immer wieder versucht er, die zugegebenermaßen etwas veralteten Regeln zu umgehen. Zurück zum Geschehen auf der Bühne. Mit ungebremster Energie spielt sich das Orchester wieder in Richtung zweites Thema. Heikle Situation für ihn, für den Beethoven. Er muss die Tonart wechseln. Modulieren, wie es so schön heißt. Dazu gehört viel Fingerspitzengefühl, um zum richtigen Zeitpunkt in die passende Tonart zu wechseln. Ich bin gespannt, welche Richtung er einschlägt. Und derweilen ist der Hornist schon ganz unruhig, wie er da hin und her rutscht. Die Überleitung. Und wohin geht's? S-Dur, S-Dur, Beethoven wechselt von der Grundtonart in die Tonika-Parallele. Ganz abgeklärt, wie er das macht. Erstes Thema in der Grundtonart C-Moll, zweites Thema in S-Dur. Würde die Symphonie in C-Dur stehen, was sie nicht tut, aber gesetzt den Fall, sie würde, dann wäre das zweite Thema in der Dominante, also G-Dur. Alles Makulatur, alles Makulatur. Die Wahrheit liegt auf der Bühne, die fünfte. Beethoven steht nun mal in Moll. Daran ist nichts zu rütteln. Die Exposition tritt nun in die Endphase. Michael Gielen am Dirigentenpult übt noch mal Druck aufs Orchester aus. Macht noch mal Dampf, so kurz vor der Durchführung. Jetzt der Durchführungsteil, gleich zu Beginn. Beethoven zeigt große kompositorische Klasse, eine harmonisch geschärfte Engführung zwischen Bläsern und Streichern. Gielen hält das Tempo weiter hoch. Ich hab's befürchtet. Das zweite Thema kann dem Druck des ersten nicht standhalten. Es wird überrannt. Die thematische Arbeit findet eigentlich nur mit dem ersten Thema statt. Und der Pauker da hinten, der wirkt unzufrieden. Kein Wunder, er hatte noch ganz wenig Spielanteile. Die Musik ist an ihm vorbeigelaufen bisher. Aber jetzt greift er ein. Der ist noch frisch, der hat noch Kraftreserven. Hau doch mal drauf, Junge. Jawohl. Gute Aktion! Da kam zwar nichts Zählbares heraus, aber seine Einsatzbereitschaft wird vom Dirigenten mit einem wohlwollenden Blick honoriert. Und es ist überhaupt wichtig, dass die Chemie zwischen den Akteuren auf der Bühne einfach stimmt. Jetzt verflacht die Musik ein bisschen. Kein Wunder, da wird klein-klein gespielt. Zäh, statisch, wie sie sich gegenseitig die Akkorde zuschieben. Bläser, Streicher, Bläser, Streicher. Jetzt gönnen sich die Musiker kleine Verschnaufspausen. Aber meine Herren, das ist doch noch viel zu früh, um auf Zeit zu spielen. Die Trompeten versuchen es mit der Brechstange, das kennen wir, das ist ein probates Mittel. Manchmal, heute nicht. Heute führt das nicht zum Erfolg. Die Gangart wird aber härter. Kleine Nicklichkeiten, jetzt gegen Ende der Durchführung. Und da, eine rüde Attacke des Paukers zum Anfang der Reprise. Noch dazu von hinten, und da schaut er böse, der Gielen. Gielen belässt es aber bei einer Verwarnung. Es zeichnen sich Parallelen zur Exposition ab. Am Beginn der Reprise steht schon wieder das erste Thema. Ob der Beethoven noch einen Joker in der Hinterhand hat? So wie jetzt. Die Oboe geht mal alleine. Sehr selbstbewusst, brillante Technik und diese Tonbehandlung. Fast schon südamerikanisch. Vielleicht etwas zu eigensinnig. Sie vertändelt sich? Da war mehr drin. Mit rustikalem Einsatz holen die Streicher die Oboe wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Langsam kommt wieder Leben in die Partie. Die Achtelbewegung wird zu einem einzigen Stundenlauf. Voller Einsatz. Da spritzt der Schweiß. Da saust der Taktstock über die Köpfe der Musiker. Da flattert der Frack vom Gielen. Adrenalin pur. So schön kann Musik sein.
Und hier das Fagott mit der Überleitung zum zweiten Thema. Kleine Überraschung, das zweite Thema steht jetzt in C-Dur. Auch wenn viel auf dem Spiel steht, erstes und zweites Thema haben jetzt wenigstens den gleichen Grundton. Eine versöhnliche Geste gegen Ende, wenn gleich das zweite Thema in C-Dur und nicht in C-Moll steht. So weit geht die Freundschaft dann doch nicht. Und während ich Ihnen das hier erzähle, überschlagen sich auf der Bühne die Ereignisse. Das zweite Thema wird vom Orchester Fortissimo förmlich überrollt. Kann einem fast leid tun, aber da fehlt die Substanz, da fehlt die internationale Klasse. Im Gegensatz dazu trumpft das erste Thema nochmal auf. Das ist jetzt eine Musikdemonstration. Das zweite Thema wird geradezu an die Wand gespielt. Jetzt, da zu Beginn der Coda noch etwas mehr als eine Minute zu spielen ist, das erste Thema liegt ganz klar in Front. Das zweite Thema hatte überhaupt nie den Hauch einer Chance. Hier wird nichts mehr anbrennen. Vielleicht aber zeigt der Beethoven noch etwas für die Galerie. Die Zuhörer, die würde es freuen. Und tatsächlich, da, er tut uns den Gefallen. Wunderbar, wie er die Töne laufen lässt. Eine Augenweide, wie das Orchester sich in einen Rausch spielt, alles aus sich herausholt. Da werden noch mal die letzten Kräfte mobilisiert. Das fällt natürlich leicht. Man weiß, es ist gleich Viertelpause. Und der Kielen lässt jetzt noch mal alle Musiker auflaufen. Auch die, die sonst am zweiten, ja da hinten am dritten Pult sitzen. Das ist psychologisch enorm wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben, dass auch sie dazugehören. Alle im Publikum warten ungeduldig auf den Schlussakkord. Auf der Bühne, da passiert jetzt gar nichts mehr. Die Bewegungen werden schwerfälliger. Das SWR-Sinfonieorchester spielt diesen ersten Satz aus Beethovens Fünfter souverän nach Hause. Das werden sich die Musiker um Michael Kielen nicht mehr nehmen lassen. Und da schon wieder so eine rüde Attacke, kurz vor Satzende, völlig unnötig. Was macht jetzt Kielen kurz vor der Pause? Er schaut auf die Uhr, er nestelt an seiner Partitur herum. Er macht erstmal Schluss. Konzertpause also hier in Baden-Baden, frenetischer.